Einen wunderschönen guten Morgen. In Kürze wollen wir unseren Gottesdienst miteinander beginnen. Ganz, ganz viele wurden schon auf ihre Plätze hingeführt und eingewiesen. Das ist richtig, richtig gut. Schön, Sie alle hier zu sehen. Unser Gottesdienstteam hilft Ihnen noch, wo noch Unklarheiten herrschen. Und dann können wir unseren Gottesdienst mit dem Vorspiel nach einer kurzen Zeit der persönlichen Stille beginnen. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet, so heißt es für diesen Tag und für diese Woche am Ende des 66. Psalms und mit diesem Leitwort ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. An diesem Sonntagmorgen treffen wir uns schon ein wenig entspannter als am vergangenen Sonntag. Da war das noch alles eine riesengroße Premiere und wir waren unendlich dankbar, dass wir gut durch den letzten Sonntagsgottesdienst hindurchgekommen sind und danken Ihnen ganz, ganz herzlich für alles Mittun, was da geschehen ist, dass wir so am vergangenen Sonntag unseren ersten Gottesdienst wieder nach 8 Wochen feiern konnten. Heute Morgen sind wir als Team und Sie als Teilnehmer schon deutlich entspannter. Wir leiten uns, suchen unsere Plätze, sind gespannt, wo wir landen, wo uns die Nummern hingeführt haben. Und ich freue mich von ganzem Herzen, Sie heute Morgen hier zu sehen, sei es im großen, sei es im kleinen Saal. Schön, dass Sie da sind. Natürlich begrüßen wir auch heute Morgen wieder die vielen, die über den Livestream mit uns verbunden sind und mit denen wir miteinander diesen Gottesdienst feiern wollen. Ich möchte gerne ganz, ganz, ganz herzlich danken all den vielen, die mitwirken so während der Woche bis zu diesen Augenblicken, dass solch ein Gottesdienst möglich ist. Sie können sich ein ganz klein wenig vorstellen, was für ein logistisches Unternehmen das ist, alles genau so zu befolgen, wie die Vorgaben es sind, dass wir hier in großer Verantwortung zusammenkommen können. Und ich danke den vielen, die hier ihre unterschiedlichen Sonderschichten fahren und wünsche Ihnen, dass Gott Sie dafür ganz, ganz reich segnet. Besonders Dankeschön möchte ich, denke ich, in Ihrem Namen aussprechen, denen, die in den vergangenen 8 Wochen im Livestream tätig gewesen sind, in Sonderschichten ohne Ende, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, manchmal die Feiertage, Sonntag. Das sind ganz freundliche Menschen, ein paar von denen, die kriegen Sie jetzt besonders ab, weil Sie gerade heute da sind, als ein herzliches Dank an dieses Technikteam hier in unserer Gemeinde.
Da ist der Fanclub im kleinen Saal oder zeitversetzt, die Akustik, wie auch immer, also schön. Wir nehmen diesen Gottesdienst und heute gilt auch wieder nach dem Gottesdienst, dass ich Sie so ein bisschen sortiert entlassen werde. Das ist natürlich etwas, was mit dazugehört, dass das wirklich gut koordiniert abläuft. Und es gilt auch nach dem Gottesdienst wieder der Hinweis, dass auch wenn Gebet und Seelsorge aus Ihrer Mitte gewünscht wird, Sie gerne hier auf uns zukommen dürfen. Wir organisieren das so, dass das den Hygienemaßnahmen entsprechend auch tatsächlich gut geschehen kann. Schauen wir in einer zweiten Runde auf die vor uns liegende Woche. Dann ist zum einen der Hinweis auf den Mittwoch wichtig. Am Mittwoch haben wir Bibelstunde. Wir werden sie wieder hier im großen und kleinen Saal haben. Und es gilt wieder, die Erfahrung letzten Mittwoch hat es gezeigt, dass wir dazu keine Anmeldung von Ihnen benötigen. Das kriegen wir unmittelbar dann vor Ort organisiert. Also herzliche Einladung zur Bibelstunde mit Rainer Wörz auf dem Weg ins Welteinheitsreich. So reicht es eine Serie und Sie können gerne daran teilnehmen. Aber es sei Ihnen auch gesagt, der Mittwochabend wird auch im Livestream zurzeit noch gesendet. Dann haben wir am Donnerstag natürlich Gottesdienst zum Himmelfahrtstag. Herzliche Einladung dazu, 10 Uhr Gottesdienst. Norbert Rose wird die Predigt halten, sein Thema die Herrlichkeit Jesu im Angesicht seiner Gemeinde. Und wir bitten Sie natürlich, sich wieder zu diesem Gottesdienst an Himmelfahrt anzumelden, so wie Sie es jetzt schon kennen, telefonisch oder per Mail bis Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Dann haben wir am Freitag einen Traugottesdienst, eine Hochzeit, die hier gefeiert wird, und zwar um 13.30 Uhr. Tamara Schäfer und Jonathan Hessner werden am kommenden Freitag hier heiraten. Auch an diesem Gottesdienst können Sie teilnehmen. Gleiches Prozedere, anmelden per Mail, per Telefon bis Mittwoch 16 Uhr. Auch das sei Ihnen an dieser Stelle gesagt. Dann haben wir am kommenden Sonntag natürlich wieder Gottesdienst. Am kommenden Sonntag wird hier Rainer Wörz die Predigt halten und auch dort gilt wieder die Anmeldung, da allerdings dann bis zum kommenden Freitag 16 Uhr. Und ich hoffe, Sie können es jetzt ein ganz klein bisschen merken, weil gerade in der nächsten Woche es natürlich ein paar Besonderheiten hier gibt. Also Mittwoch Bibelstunde, Donnerstag Himmelfahrtsgottesdienst, Freitag kirchliche Trauung 13.30 Uhr. Sonntag wieder Gottesdienst und am kommenden Sonntag kommt noch eine Besonderheit dazu, dass wir in den Leitungsgremien beschlossen haben, vieles können, wollen wir noch nicht wieder ermöglichen in unserer Gemeinde, aber was uns ganz groß auf dem Herzen liegt, dass natürlich unsere Gebetsveranstaltungen wieder stattfinden können und so laden wir also am kommenden Sonntag auch erstmals wieder zum La Höhe 1800 Gottesdienst ein. Da gilt ebenfalls, Sie müssen sich nicht anmelden. Und den Raum wissen wir noch nicht. Also das werden wir dann rechtzeitig Ihnen noch bekannt geben. Als nächste Besonderheit wollen wir Ihnen gerne mitteilen, dass tatsächlich morgen unsere Bauphase 2 beginnt. Es war ja optisch für die, die über den Haupteingang gekommen sind, nicht übersehbar. Da steht der Bagger deutlich schon vor der Tür des Haupteingangs. Und deswegen für alle Nostalgiker aus unserer Runde, das ist heute Ihre letzte Chance, durch den alten Haupteingang und die alte Pergola noch einmal Erinnerung tankend hindurchzugehen. Denn die wird tatsächlich als allererstes den Baumaßnahmen natürlich morgen und übermorgen zum Opfer fallen. Also da geht ein Stückchen Geschichte zu Ende, ganz, ganz eindeutig. Und es gilt auch da das Wort des Predigers, alles hat seine Zeit, auch die Pergola de la Höhe. Also ganz herzliche Ermutigung für all die, sagen, ich muss noch einmal durch den alten Haupteingang gehen. Das ist wirklich heute Ihre letzte Chance. Schauen Sie den Bagger an, so Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und gleichzeitig ist dieser Bagger ein Hoffnungszeichen und natürlich ein Gebetsanliegen, dass wir Sie ermutigen, diese besondere Bauphase in besonderen Umständen mit Ihrem Gebet, das ist ja auch das Thema dieses Tages heute, mit Ihrem Gebet zu begleiten. Wir planen weiterhin entsprechend der Vorgaben unserer Landesregierung, dass wir an der Öffnung unseres Hauses am 29.05. teilhaben dürfen.
Da legen wir unser ganzes Gewicht rein. Das ist ein enormer Aufwand, um das tatsächlich zu gewährleisten, die entsprechenden Hygienevorschriften für unsere Gäste, die wir dann gerne wieder in den Pfingstferien hier begrüßen wollen. Und wir ermutigen Sie auch dafür, fürbittend einzustehen, damit wir dann auch in guter Weise dann auch so die Planung und so unsere Erwartungen ab den Pfingstferien wieder hier Gäste empfangen können in unserem Haus. Und es gilt auch heute ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen für alle, die in den letzten Wochen und Monaten uns auch finanziell geholfen haben. Wir sind noch nicht durch, das ist klar, das wissen wir. Aber wir wollen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen und sind sehr, sehr glücklich über Ihre Treue und Ihre Bereitschaft, dieses Haus auch finanziell durch eine außergewöhnliche Zeit hindurchzutragen. Das hat uns geholfen und wir ermutigen Sie natürlich auch, da nicht nachzulassen und uns da auch weiterhin die Treue zu halten. Herzliches Dankeschön an Sie alle hier in diesem Saal und natürlich auch an die vielen, die im Livestream mit uns da verbunden sind. Ich denke, das waren die Informationen, die ich gerne in dem Kreis so an Sie weitergeben möchte. Und nun nehmen wir uns Zeit, gemeinsam unseren Gott zu loben und ihn zu ehren. Wird gegeben. Wer sucht, der wird finden.
Kopf, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Vater, ich danke dir von deinen Gaben, geben wir. Und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Vater, ich danke dir von deinen Gaben. Wir haben, kommt von dir, du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich, du bist so gut zu Ich muss gestehen, ich war gespannt auf diesen Blick. Und es ist schön. Und dieser Lahö-Mikrokosmos ist
ein Stück weit wie der Leib Christi. Große Lücken, aber überall hat Gott seine Leute. Der Predigttext für heute aus Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allzeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinen Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wir beten. Geliebter Vater, und nun stehen wir an diesem Sonntagmorgen vor dir und schauen auf dich und sehen deine Macht, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Güte und Treue und deine Liebe zu uns und zu deiner Schöpfung. Und wollen wir sagen, dass wir von ganzem Herzen dankbar sind, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, hier physisch anwesend und auch dort, wo immer Menschen diesem Gottesdienst beiwohnen. Danke, dass du derjenige bist, der verbindet, der diese Möglichkeit gibt, und dass wir wissen dürfen, dass vor dir und vor deinem Thron ein Gottesdienst stattfindet, der all das weit übertrifft, was wir hier erfahren dürfen, und dass wir darauf hinleben. Und wir wollen dir auch sagen, dass wir mit all dem, was wir haben und was wir sind, das mit Daniel bekennen wollen, dass wir vor dir liegen und nicht auf unsere Gerechtigkeit vertrauen, sondern auf deine Barmherzigkeit und deine Gerechtigkeit, die du uns verschaffen willst. Und wollen dich bitten, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass das geschehen darf, dass bald und in Kürze deine Gerechtigkeit hier erscheint. Und dass wir mit dem, was wir sind, was wir reden, sagen und tun, darauf hinleben. Und dass du groß gemacht wirst durch diesen Gottesdienst, aber auch durch unser Leben im Alltag. Danke, dass du gegenwärtig bist. Wir preisen dich, wir rühmen dich, wir loben dich und wir beten dich an. Amen.
Sie erinnern sich an unseren Lateinunterricht auf der La Höhe? Kantate, Jubilate, Rogate, singen, loben und heute beten. Gebet. Also ich glaube, das kriegen Sie nicht hin, das Thema des Gebetes in der Bedeutung für Christen zu überschätzen. Eher das Gegenteil. Chronische Unterschätzung. Aber überschätzen können Sie das gar nicht. Gebet, das ist etwas so Zentrales, Elementares. Sie können einen Christen ohne das Thema Gebet gar nicht definieren. Denn im Gebet bringt er ja seine Beziehung, seine Lebensäußerung zum allmächtigen Gott zum Ausdruck. Wenn man überlegt, wenn man das irgendwie vergleichen soll, dann mit elementaren Dingen, die zum Menschsein gehören, dass sie laufen können, die meisten von uns, und halbwegs der Sprache mächtig sind, dann muss man sagen, ja, das ist auch schon ganz, ganz wichtig. Aber wir müssten eigentlich beim Thema Gebet noch viel elementarer denken. Das Gebet ist ihr Pulsschlag, das ist ihr Herz-Kreislauf-System, das ist das Ein- und Ausatmen, wie auch immer. Das gehört so elementar zum Mensch, zum Christsein dazu. Sie können es eigentlich überhaupt nicht überschätzen. Und deswegen, wenn uns das so freundlich angeboten wird zum Thema Gebet, sich zu äußern innerhalb eines Gottesdienstes, dann wird, glaube ich, keiner, der irgendwie halbwegs in der Verkündigung tätig ist, diese Chance an sich vorübergehen lassen. Weil das weiterzugeben, dieses Anliegen des Gebetes, immer und immer und immer und immer wieder neu, ist ganz zentral, ganz, ganz wesentlich. Wenn Sie nur in die Urkunde des Glaubens hineinschauen, also nicht zu schnell auf ihre subjektiven Gebetserfahrungen, die sind so zweitrangig, sondern in die Urkunde des Glaubens hineinschauen, nämlich in die Bibel, dann stimmen Sie mit mir, egal wie Ihr Wissensstand von der Bibel jetzt gerade auch ist, sofort überein. Da finden Sie eine Gebetsfülle, die ist förmlich erschlagend. Sie können ja gar nicht die Bibel lesen, ohne nicht ununterbrochen Menschen zu begegnen. Und mit den Menschen, denen Sie begegnen, begegnen Sie dem Thema des Gebetes. Fängt vielleicht vorne an. Was macht denn ein Abel anderes, als dass er mit seinem Opfer in die anbetende Haltung vor unseren Gott tritt? Was macht ein Abraham denn? Wir hören, wie wir erleben, wie ihn das erbetet. Wie können Sie einen Josef im Gefängnis sich vorstellen, ohne sein Rufen und Schreien zu Gott? Wie decken Sie einen Mose in seiner Fürbitte, ununterbrochenen Fürbitte, jahrzehntelang für dieses störrische Volk vor dem Allmächtigen? Einen Josua mit seinen Gebetsanliegen, einen David. Ein David ohne Gebet geht gar nicht. Und denken Sie an das wunderschöne Gebet einer Hannah. Denken Sie an die Gebete eines Hiskia, eines Josaphat, eines Daniel. Ich höre alttestamentlich auf, um noch zwei, drei Sätze zum Neuen Testament Ihnen sagen zu können. Sie sehen einen Petrus, einen Paulus, die Jünger, die Gemeinde. Sie sehen, wo Sie hinschauen, Sie sehen das große, große Thema des Gebetes. Und Sie sehen Jesus. Wenn Sie mal so ganz kurze Evangelien versuchen, in Ihrem bibelkundlichen Kopf Revue passieren zu lassen, was so Jesus alles gesagt hat, dann wissen Sie, dass das Thema Gebet überproportional häufig vorkommt. Ich nehme nur einen einzigen Gebetsblock, der uns allen vergegenwärtig ist, nämlich das große Kapitel des Gebetes aus der Bergpredigt Matthäus 6, Matthäus 7. Und innerhalb der Bergpredigt dann dieses Gebet, das die Welt umspannt, wie es Thielicke so wunderbar formuliert hat, dass Milliarden von Menschen auch an diesem Tag in diesen uns gegebenen Worten von Jesus Christus im Glauben an Gott, den Vater, verbunden ist, wenn wir miteinander das Vater unser beten. Was ist das für ein Reichtum, was für ein Schatz, dass kleine sterbliche Menschen erlaubt durch Jesus Christus das, was er für uns getan hat, in die Gegenwart des allmächtigen Gottes treten dürfen und Vater sagen dürfen. Gebet, können Sie es überschätzen? Sie können das einfach nicht überschätzen. Die Bedeutung ist absolut fundamental. Sie ist ganz, 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 ganz wesentlich für uns alle. Und ich ganz persönlich, als ich nun aus der Fülle von Gebetstexten mich für den entschieden habe, muss ich zugeben, weil er bei der Geschichte, bei dem Gleichnis, bei diesem Stückchen von Jesus, mein Herz ganz persönlich schlägt. Das ist für mich eine herausragende Perle der Lehre von Jesus zum Thema Gebet. Und Lehre von Jesus führt immer unmittelbar zum Leben.
Lehre bei Jesus, nie tot, nie strohern, nie dogmatisch für den Ordner gedacht, sondern Lehre bei Jesus führt immer zum Leben. Und wenn er uns über seine Beispielsgeschichten lehrt, dann führt er damit uns zu unmittelbaren Gebetserfahrungen. Das ist ein Stück hier aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Der Bericht, das Gleichnis von der bittenden Witwe, gehört zum sogenannten Sondergut von Lukas. Also auf gut Deutsch, wir hätten es nicht, wenn es Lukas nicht gäbe. Ja? Denn Matthäus hat es nicht, Markus hat es nicht, Johannes hat es nicht, Lukas hat Glück gehabt. Denn das Stück, was wir hier haben, ist ein ganz besonderes Stück der Lehre von Jesus. Und dieses Stück von Lehre von Jesus geht nicht an die Allgemeinheit, geht nicht auch an die Allgemeinen und das Volk Israel, sondern der Kontext, das können Sie schnell rauskriegen, geht direkt und unmittelbar an seine Jünger. Seine Jünger sind im Visier der Lehre. Er sagte ihnen, und dieses ihnen ist davor, den Kapitel davor, spezifiziert, nämlich er sprach zu den Jüngern. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben in Kapitel 18, ist direkt für die gesprochen, gesagt, gelehrt, weitergegeben, die in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden sind. Seine Jünger damals, wir, seine Gemeinde heute. Und er lehrt seine Jünger. Er lehrt sie in einer glaubensärmeren und gebetsleeren Zeit, in der wir hängen, natürlich. Und wir leben in einer glaubensarmen und gebetsleeren Zeit, gar nicht im Sinn, oh, wie schrecklich ist es, als einfach im Faktischen, dass um uns herum es glaubensarm und glaubensleer wird, ganz eindeutig, ganz eindeutig. Und je glaubensleerer und gebetsärmer, desto furchtbarer steht es um den Menschen an sich natürlich, denn dann bleibt er nur noch bei sich selbst. Wenn er sich nicht mehr zum lebendigen Gott hinwenden kann, dann ist er auf sich selbst geworfen. Und das ist natürlich gruselig im Kern, wenn kleine sterbliche Menschen auf sich selbst geworfen sind. Was für ein Glück, wenn Menschen glauben dürfen, beten dürfen, eine Adresse haben, den einen Gott und Vater als Adresse haben, zu dem sie eben kommen können. Und jetzt lehrt er uns seine Leute zum Thema Gebet mit einer ganz markanten, nicht zu vergessenden Beispielsgeschichte. Die Geschichte ist ja schnell erzählt. Wenn ich Bibelunterricht habe und wir Bibeltexte bearbeiten, dann wir immer in diesen berühmten Dreiklang des Bibeltextlesens hineinsteigen. Das ist es mal lesen, verstehen, anwenden. Das ist der Klassiker, ne? Lesen, verstehen, anwenden. Das machen Sie ja jeden Tag. Ja? Dann muss ich mal lesen. Das ist für heute schon eine enorme Herausforderung, deutsche Texte lesen. Das heißt, wenn Sie noch so moderne Übersetzungen haben, es sind halt dann doch Sätze mit mehreren Wörtern. Also auf jeden Fall erst mal lesen, wenn das geschafft ist, kommt der zweite Teil. Nach dem Lesen kommt das Verstehen. Und wenn Sie diese Geschichte jetzt verstehen, da brauchen Sie nicht viel Erläuterung, da brauchen Sie jetzt kein Fachwissen dazu, hilft vielleicht ein klein bisschen, aber das ist schnell erzählt, was hier Jesus uns verdeutlicht. Es geht um das Thema des Gebetes und beim Thema des Gebetes sagt uns ja freundlicherweise Lukas schon in der Einleitung um ein ganz bestimmtes Feld innerhalb des Gebetes, nämlich die Gefahr, dass man nachlassen könnte. Also er sagt ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Also die Gefahr besteht, man lässt nach, man steigt aus, man verkrümelt sich aus dem Themenfeld des Gebetes, von dem wir doch gerade gesagt haben, es ist so unglaublich wichtig. Und genau damit das nicht passiert, sagt Jesus diese Beispielsgeschichte. Und dieser Beispielsgeschichte erleben wir zuallererst etwas uns sehr, 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 sehr Irritierendes. Und das irritierende Element, das ist das erste Stichwort, das irritierende Element bei den Gebetserfahrungen ist etwas von dem Tröstlichsten, was uns Jesus hier überhaupt liefert. Er sagt nämlich hier, dass es da zwei Personen gibt. Die eine Person ist ein Richter. Ein Richter, schon in unserem westeuropäischen, griechisch geprägten Kulturkreis mit so ein bisschen römischen Recht am Ende, ist ein Richter bis heute eine wichtige Figur. Sie kennen auch viele Filme, wo so ein Richter immer so eine Person, der muss integer sein, der muss drüber stehen, auf den muss man sich verlassen können, der darf sich nicht auf die eine oder andere Seite, ach, wir kennen das, das gehört so ein bisschen noch zu unserem Restimage, was so ein Richter angeht. Wenn Sie jetzt in die Bibel reingehen, dann wissen Sie, da ist der Richter nochmal etwas viel, viel Wichtigeres. Nicht, dass es einen besonderen Stand des Richters gab, sondern dass wir aus dem alttestamentlichen Kontext wissen, dass Gott gesagt hat, der letzte entscheidende Richter, der, an dem man sich Maß nehmen muss, wenn man richten will, das ist er, der lebendige Gott selbst. Er, Gott, ist der Richter.
Das heißt, der Begriff Richter ist unglaublich hochgesetzt, ganz, ganz wichtig und wesentlich. Und das erleben wir hier, ein Richter, das ist wirklich die letzte Type. Also was Fieses, Gemeines, wie hier beschrieben wird, das ist wirklich, da kann man explodieren, wenn man es liest. Man möchte den Typ schütteln, ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, wenn man so etwas liest. Wie kann man sich nur so verhalten? So eine selbstherrliche Person, machtbezogen, komplett egozentrisch, zieht da seinen Willen durch und lässt diese Frau einfach auflaufen. Die Akte wandert immer hoch und dann wandert sie wieder runter, hoch und wieder runter, in schönen, gleichmäßigen Intervallen. Unglaublich. Es ist auch nicht so, dass er nachher zur Einsicht gekommen wäre. Sondern der einzige Grund, warum er überhaupt den Stift bewegt, ist, weil er eben tatsächlich das Problem von sich wegschaffen will. Das ist etwas ganz durch und durch Egoistisches, was hier beschrieben wird. Und auf der anderen Seite diese Witwe. Und wir wissen, natürlich wissen wir das. Das war jetzt eben nicht jemand, der ebenbürtig Auge auf Auge mit diesem Richter überhaupt kommunizieren könnte. In der sozialen Linie, oh, Etagen tiefer, da muss man schon Aufzug nehmen, da runterzukommen, wo diese Frau da ist. Die hatte ja gar keinen Rechtsstand mehr, die hatte keine Rechtsmittel, die hatte nichts in der Hand. Das war wirklich jemand, der juristisch gesehen ganz, 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 ganz am anderen Ende war. Der Clou der Geschichte ist doch, dass so irr das ist, dass eben tatsächlich diese Frau sich da festbeißt. Man kann das fast wörtlich nehmen. Je nachdem, was in ihren Bibelübersetzungen steht, ist es ja ein bisschen entschärft bei Luther. Es heißt ja hier, dass sie komme und mir ins Gesicht schlage. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber man kann es tatsächlich noch verschärfen, dass sie mir in die Augen gehe. Also das ist dann schon recht heftig, ja. Frauen, Nägel, Augen, das ist dann schon deutlich, ja, dass sie mir in die Augen gehe. Das heißt, der hat ein sehr starkes Vokabular hier, dieser Richter, und sagt, ich muss mir jetzt endlich diese unangenehme Person, die muss ich jetzt wegkriegen, dann wird eben diese Akte jetzt eben doch nach den ersten 15 Jahren behandelt. So. Und die bekommt tatsächlich ihr Recht. Die bekommt ihr Recht. Aber jetzt nochmal diese Geschichte. Dieser Richter, diese helle Person, so pervertiert. Und diese Frau mit ihrem Rechtsanliegen so an den Rand gequetscht. Und merken Sie es, das ist das irritierende Element des Gebetes. In dieser Szene, in diesem Bild, das wir alle nicht haben wollen. Wir wollen einen schönen Gebetstext haben. Da hat jemand bitte, bitte gesagt, Gott hat erhört und das Päckchen lag vor der Tür. Ja. Nee, da ist so eine fiese Type, wo man denkt, wie komme ich um die herum? Ganz eigenartiges Gleichnis. Das ist ja kein smartes Gleichnis. Und hinter dieser Szene entdecken Sie mit mir die große Not des Gebetes. Das Irritierende des Gebetes ist seine Not. Da können Sie jetzt alle sich mit reinnehmen, mit all den Erfahrungen, die Jesus-Leute hier in unserem Saal und darüber hinaus in den letzten Jahren und Jahrzehnten in ihrem Leben vielfältig gemacht haben. Wir sind doch schon lange, 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 lange raus, dass wir da morgen für morgen unsere egoistische kleine private Wunschliste abgeben. Wir konzentrieren uns doch schon auf die aus unserer Sicht wirklich wichtigen, wesentlichen, geistlich relevanten, bedeutsamen Anliegen, wo wir wissen, da ist Gott mit uns d'accord, das ist doch ganz, ganz klar. Und trotzdem, in Anführungszeichen, funktioniert so oft nicht. Da greift Gott eben nicht so ein, wie wir das gedacht haben. Da handelt er eben nicht so. Da lässt er uns gefühlt andauernd auflaufen und dann geschieht etwas ganz Eigenartiges. Merken Sie, was da passiert? Da geschieht es, dass die Figur, zu der wir beten, so langsam ihr Gesicht verändert. In unserem inneren Eindruck kriegt er dann ein anderes Gesicht. Er kriegt nicht mehr dieses Gesicht von einem Vater, zu dem man hinkommt und eben sein Anliegen vorbringt, sondern wieder erwarten kriegt diese Person, zu der man kommt, dieses Gesicht von diesem fiesen Richter. Der lässt einen auflaufen, das darf eigentlich gar nicht sein, aber genau das scheint zu passieren. Ich komme mit meiner Not, ich komme meinem Privaten, den Anliegen der Gemeinde, des Werkes, wie auch immer, ihrem Themenfeld und zu unserem Gott und das funktioniert nicht. Und verstehen Sie, diese Geschichte erzählt uns nicht irgendwer, sondern das ist das Besondere. Diese Geschichte erzählt uns wer?
Jesus, das Haupt der Gemeinde, Jesus, unser Herr, unser Heiland, erzählt uns eine solche Geschichte. Warum erzählt er uns eine solche Geschichte? In einem der großen Kommentare heißt es dann so, der dies Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Ja, das stimmt. Der dies Gleichnis seiner Kirche mit auf den Weg gab, kannte ihre tiefste Anfechtung. Calvin, der ist immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend, wenn es ums Themenfeld Kritik an Gott geht. Selbst Calvin sagt es dann so, es ist, als ob Gott schliefe. So sehr dezent, ja. Hier bei dem Richter ist noch viel deutlicher. Jesus ist viel deutlicher. Das hat, ihr werdet das erleben, ihr werdet das erleben, dass eure Gebetserfahrung der Gemeinde Jesu es Passagen gibt, wo ihr den Eindruck habt, der lebendige Gott ist gegenüber euch wie diese fiese Type. Oh, das wollen wir nicht. Aber sie kennen alle unterschiedlich stark in ihrem Leben solche Passagen, wo wir nicht mehr weit weg sind. Dass das Gesicht vom himmlischen Vater sich verzerrt. Dass aus dem himmlischen Vater das Gesicht einer fiesen Richtertype wird. Und dann besteht doch genau diese Gefahr, vor der Jesus warnt, dass wir dann auf Distanz gehen. Dass wir dann auf Distanz gehen. Und zwar in dieser typisch doppelten Art und Weise. Das eine ist das resignative, verzweifelte. Ich bin eben das kleine Würstchen und ich, wer bin ich, was kann ich, was habe ich? Und dann siffen wir da in diese eine Ecke ab. Oder wir sind auf der anderen Seite und sagen, was rebellisch, wütend, der funktioniert nicht. Der hat es gar nicht verdient, dass ich mich ihm zuwende. Wenn Gott nicht so spurt, wie ich das denke, dann schiebe ich ihn ebenfalls beiseite. So oder so kennen wir diese Reaktionsmuster unterschiedlich stark. Und Jesus sagt uns das. Das heißt, er wusste das, dass genau das kommen wird. Er wusste das, dass wir das gerne glauben, dass er der fiese Richter ist. Seit 1. Mose 3, seit dieser bescheuerten Zäsur in der Weltgeschichte, seitdem, dass es uns rauskatapultiert hat aus einem Urvertrauen zum lebendigen Gott, sind wir versuchlich für diese Grundproblematik. Mein Gott ist nicht für mich, mein Gott ist der fiese Richter. Mein Gott ist diese Type, und ich laufe da an, und ich laufe da an, und ich gehe dahin, und ich beiß auf diesem Typ einfach auf Granit. Seit 1. Mose 3 glauben wir das nur zu gern. Und weil wir in der Gefahr stehen, das zu glauben, und weil wir alle miteinander diese Anlage in uns kennen, darum tröstet uns Jesus, klärt uns Jesus auf darüber, dass es dieses irritierende Element im Glaubensleben auf jeden Fall gibt. Das ist das, was ich an dieser Geschichte als erstes so unwahrscheinlich wichtig finde, dass wenn man zum Thema Gebeten der Bibel lehrt, dann lehrt man nicht so, falt deine Hände, warte ein bisschen, dann passiert's, bete ein bisschen mehr, passiert mehr, nimm noch 10 dazu, passiert das 10-fache. Nein, so funktioniert das alles nicht. Sondern der erste Gedankengang, den Jesus in dieser Perle zum Thema Gebet uns weitergibt, ist, rechne beim Thema Gebet mit dem irritierenden Element. Und wenn ich das weiß, dann bin ich getröstet, bin ich gehalten, werde ich stabilisiert, rutsche ich nicht zu schnell in Wut, Rebellion und in Resignation Aufgabe ab, sondern sehe, Jesus hat mich das gelehrt, dass ich, kleiner sterblicher Mensch, unglaublich schnell drauf einfalle, tatsächlich das Gesicht verwandelt zu sehen, aus meinem himmlischen Vater wird der fiese Richter. Und spätestens da merken Sie das Besondere an diesem Geschichte, an diesem Besondere an diesem Gleichnis. Denn Sie sind ja dann schon jetzt mit mir in der Position, dass Sie eigentlich schon die ganze Zeit hoffentlich mit mir sagen wollen, hey, das, was da steht, das stimmt doch gar nicht. So ist doch mein Gott nicht. Und genau das will doch Jesus. Das ist das Zweite. Dass sie da hinkommen zu sagen, hey, das stimmt doch gar nicht. So ist doch mein Gott nicht.
Wenn Sie mir jetzt die klugen Kommentare zum Lukas-Evangelium aufschlagen könnten, können Sie ja später machen, dann entdecken Sie jetzt an der Passage, dass es natürlich unterschiedliche Gleichnisse gibt. Es gibt so Beispielsgeschichten von Jesus, wo ich das so schön vergleiche, ja, wo ich so als Parallelismus das Ganze habe. Und das sind die meisten von uns. Und dann, diese Gleichnisse sind für uns das Gewohnte. Aber es gibt auch Gleichnisse wie das hier, und die leben genau auf einem anderen sprachlichen Phänomen. Und das hoffe ich so sehr, dass Sie das spüren. Lukas 18 lebt vom Kontrast. Also bei Lukas 18 soll rauskommen, dass Sie die ganze Zeit sagen, hey, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ja, ich lese immer so ein paar Passagen aus den klugen Büchern vor. Also in den klugen Büchern heißt es, es ist ein Gleichnis mit Kontrastwirkung. Oder das Gleichnis wird eigentlich zum Ungleichnis. Also der Autor meint, man kann es gar nicht vergleichen. Ja? Oder eigentlich kann man es nur im Sinne einer Überhöhung verstehen. Oder dieses Gleichnis soll Sie jetzt provozieren, um etwas anderes zu antworten. Der Vergleich zerbricht. Ich kann noch weitermachen, hör jetzt auf. Ja? Das heißt, Sie merken, alle haben das wirklich entdeckt. Es ist auch kein Kunstwerk. Alle haben das entdeckt, dass in diesem Gleichnis etwas drin hängt, wo man sagt, nein, stimmt nicht. Und ihr sagt, genau. Auf die Reaktion war ich ja aus, dass du jetzt sagst, nein, das stimmt nicht, das ist so nicht. So ist das denn nicht. Ich habe doch nicht einen fiesen Richter als Gegenüber für mein Gebet, sondern wen habe ich denn jetzt als Gegenüber? Wen habe ich als Gegenüber? Und jetzt steht hier tatsächlich in Lukas 18 etwas so traumhaft Schönes, das ist etwas relativ Seltenes innerhalb der Evangelien. Hier spricht Jesus dann davon, dass Gott ja seine Auserwählten hat. Sie kennen mit mir, oder viele von Ihnen kennen mit mir, das ist eigentlich ein Fachausdruck, der insbesondere in paulinischen Texten bei uns ankommt. Die Auserwählung. Und hier ist von Auserwählten die Rede. Also es ist ein Gleichnis, das eben tatsächlich auf jeden Fall verstanden wird im Sinn von vom Geringeren aufs Größere, also ein Riesenunterschied, ein noch stärker im Kontrast. Nein, so ist es nicht. Das, was hier abgebildet wird zwischen fieser Richter und unbemittelte Witwe, so ist es bei euch nicht. Sondern ihr seid ja auserwählt. Auserwählt. Hallo, darf ich Sie erinnern? Sie und ich, wir sind nicht zum Glauben an Jesus gekommen, weil wir da Lust drauf hatten oder weil wir es cool fanden oder weil wir so ein religiöses Gen hatten oder intellektuell einfach besser drauf sind oder was auch immer, nehmen Sie, was Sie wollen oder religiös sozialisiert sind, sondern Sie glauben mit mir an Jesus Christus, weil, denken Sie an Epheser 1, Vers 3, Sie mit mir vor Grundlegung der Welt dazu auserwählt worden sind. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Von wegen fieser Richter und blöde Witwe. Das ist ja unglaublich, bevor sich irgendwas an Materie in diesem Universum bewegt hat. Und in diesem Augenblick ist mir das komplett egal, ob Sie kreationistisch oder evolutionär denken. Ja? Bevor es irgendetwas materiell gab, hat der Ewige in seiner Weisheit gewusst, wen er in seiner Ekklesia, in seiner Gemeinde haben wird. Was für ein Wert! Irre. Witwe? Nein. Wo kommen wir hin? Er hat den Geist seines Sohnes in ihr Leben hineingegeben, damit sie rufen können durch Jesus Christus. Aber, lieber Vater, verstehen Sie, Sie müssen den Kontrast spüren, diesem Gleichnis, diesen riesigen Kontrast. Damit sie aus diesem Sumpf rauskommen des irritierenden Gebetes und zu diesem zweiten Aspekt dazukommen, dass es tief beglückend ist zu hören, ich bin auserwählt. Und dann stehen sie da mit mir und können doch mit mir nur eins sagen. Danke. Was wollen sie denn sonst sagen? Danke. Über alle Maßen danke, du ewiger Gott, in deiner unglaublichen Liebe, Weisheit, Souveränität und Macht, dass du mit diesem Vorrecht in mein kleines sterbliches Leben hineingegriffen hast. Seine
Auserwählten. Und wenn das für uns klar ist, dann hoffe ich, dass in diesem Moment, das ist ja der Clou in dieser Beispielgeschichte, dass in diesem Moment eine Transformation des Gebetsgegenübers geschieht. Verstehen Sie, Sie müssen das förmlich spüren, sehen, empfinden, wie aus dem fiesen Richter das Antlitz Gottes, des Vaters wird, wie uns Jesus Christus ihn vorgestellt hat. Sehen Sie diese Metamorphose? Sehen Sie sie? Wie ihr resignatives und wie ihr rebellisches Herz sich angesichts dieser Transformation auch wieder verändert und aus dem schwer irritierenden es zum tief beglückenden wird. In Jesus komme ich zum Vater und spreche mein Aber Vater zu ihm. Wie heißt es im großen Gebetstext? Wie hat uns Jesus das Gebetsgegenüber vorgestellt? Wir haben es schon gesungen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist jemand unter euch? Wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, dass er ihm einen Stein gebe. Wo ist jemand unter euch? Wenn er ihn betet um einen Fisch, dass er ihm eine Schlange biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe geben könnt, wie viel mehr wird der fiesere, nein, wird euer Vater im Himmel gute Gabe geben, denen, die ihn bitten. Das ist es. Ja, was ist denn das Thema? Was ist denn dann das Thema? Das Thema ist schnell gesagt, wenn der Alpdruck nachlässt, wenn ich aus Resignation, Rebellion wieder beim Vater angekommen bin, dann weiß ich, dass das trotzdem noch das Problem ist, dass er sagt, sollte Gott nicht Recht schaffen, sein Auserwählten Tag und Nacht rufen. Und jetzt müssen Sie mal nachgucken, was für eine Übersetzung Sie haben. Du das sagt, und sollte erst bei Ihnen lange hinziehen. Das ist eine Möglichkeit. Wahrscheinlicher ist aber tatsächlich die Formulierung, auch wenn er es lange bei ihnen hinzieht. Ja, tatsächlich, das kennen wir. Wir kennen diese Gebetswartezeiten. Das große Thema des Ausharrens in den Gebetsanliegen unseres Lebens. Wir haben diese Unverfügbarkeit unseres himmlischen Vaters festzuhalten, ganz eindeutig. Wir haben keinen Automaten, auch wenn er es bei Ihnen lang hinsieht. Wenn er aber dann es handelt, dann wird er, Luther, Recht schaffen in Kürze. Eigentlich da auch wieder ein ganz klein bisschen anders und dadurch meine ich besser. Dann wird er ihn Recht schaffen in Schnelligkeit. Also wenn Gott kommt, dann kommt er meistens zügig. Das geht ab. Verstehen Sie? Da hängen Sie 400 Jahre in Ägypten fest. Das ist ja nicht gerade eine kleine Zeit. Und dann geht er halt von zack, 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 ein paar Wochen, brechen die Welten zusammen und es kommt die Nacht der Nächte und ein Millionenvolk zieht aus. Die haben ja nicht mal mehr Zeit gehabt, ihr Brot zusammenzupacken. Die saßen ja schon da auf ihren gepackten Köfferchen. Dann geht's ratzfatz. Das war's doch. Und jetzt stehen tatsächlich die alle wieder auf, die wir vorhin erwähnt haben. Die sagen, ja, wir haben vielfach lange warten müssen. Aber dann kam Gott. Dann kam Gott bei einem Abraham nach 25 Jahren. Sagt, habt ihr was versprochen? Da ist es. Dann kam Gott zu einem Josua am Jordan, als schon die ersten Priester nasse Füße hatten mit ihrer Bundeslade. Und dann, in diesem Moment, der Wasserstand nachließ und die trockenen Fußes durch den Jordan hindurchgingen. Dann kam eine Samuel auf die Welt, um den seine Mutter Hannah gebetet hatte.
Dann steht ein Daniel in Kapitel 6 in der Löwengruppe und muss gucken, was jetzt diese Nacht passiert und geschieht. Da erlebt ein Hiskia die Truppen Sanheribs wochenlang vor der Stadt Jerusalem hängen. Da sieht sich die Gemeinde im Gebet zusammengefasst, weil der eine Gemeindeleiter Jakobus schon enthauptet ist und der Vollzugstermin für den nächsten für Petrus schon feststeht. Der lebendige Gott kommt in der Nacht vor dem Hinrichtungstermin und holt den Petrus raus. Das ist so, ja, das ist so. Und dann stehen sie alle da und können in kleinen und großen Anliegen das mit mir sagen. Tief beglückend, dass der lebendige Gott nicht der fiese Richter ist, sondern der lebendige Gott mein Vater ist, zu dem ich im Namen von Jesus Christus kommen darf. Wunderbar. Das ist das Zweite, was wichtig ist. Gebet. Schwer irritierend, Gebet, tief beglückend. Und warum ich denn den Gebetstext besonders liebe, ist, weil hier etwas geschieht, was sonst meiner Kenntnis nach relativ selten unmittelbar mit Gebet geschieht. Nämlich hier wird das Gebet ganz unmittelbar einbezogen in einen Kontext, der von der Wiederkunft Jesu Christi spricht. Das ist relativ selten in dieser Deutlichkeit. Da muss ich noch ganz kurz Ihnen sagen, dass im Lukas-Evangelium mit den Endzeitreden das anders ist als bei Matthäus und Markus. Da haben wir so schöne klassische Stellen, die kann man aufschlagen, da ist alles schön kompakt zusammen, was Jesus zum Thema der Endzeit gesagt hat, seiner Wiederkunft, der Zeit der Bedrängnis, all die ganzen Themen sind bei Matthäus und Markus schön zusammengehabt. Ist bibelkundlich ein bisschen einfacher als bei Lukas. Lukas ist bibelkundlich ein bisschen unübersichtlicher. Er hat verschiedene Lehrteile von Jesus an verschiedenen Stellen. Und wenn Sie jetzt Kapitel 17 am Nachmittag zwischen Kaffee und Kuchen noch kurz lesen wollen, entdecken Sie in Kapitel 17, dass da ein Teil der Endzeitrede von Jesus drin ist. Kapitel 17. In Kapitel 17 geht es um die Wiederkunft. In Kapitel 17 geht es um die Wegnahme seiner Gemeinde. Es geht um die Wiederkunft von Jesus Christus für uns. Und im Anschluss daran erzählt Jesus diese Beispielsgeschichte und schließt ja auch ab mit einer Wiederkunftspassage. Es heißt doch hier, haben Sie es gelesen? Wenn der Menschensohn kommen wird. Ach so. Das Themenfeld Gebet und das Wiederkommen von Jesus stehen in einem ganz engen Kontext. Wie ist das gedacht bei Jesus? Wie ist das gedacht beim Menschensohn? Dass Jesus uns sagt, das, was im Kleinen deiner persönlichen Biografie gilt, das, was für deine Fügungen der Jahre und Jahrzehnte deines irdischen Lebens gilt, das, was du als irritierend erlebst und auch als beglückend erlebst, gilt nicht nur für deine kleine Biografie des einzelnen Gliedes am Leib seiner Gemeinde, das gilt grundsätzlich, ganz, ganz grundsätzlich gilt für die Geschichte der Gemeinde Jesu. Gebet, sehr, sehr wichtig, aber schwer irritierend und tief beglückend. Ist schnell erklärt. Alle zentralen Aussagen der Heiligen Schrift warten noch auf ihre Sichtbarwerdung im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist doch, was nach einem Petrusbrief gesagt wird. Da stehen Leute da, die noch mit Christen ein bisschen Kontakt haben. Und dann fragen die noch Nichtglaubenden die Christen aus. Und je mehr die noch Nichtglaubenden die Christen ausfragen, desto irritierender wird er noch nicht glauben. Und denkt, glaubst du das wirklich alles? Also ist ja schon irre, dass da Gott seinen Sohn auf die Welt schicken soll. Ist ja noch verrückter, dass er irgendwie am Kreuz sterben soll. Durch das Kreuz wird die Sünde weggenommen. Du hast Leben und Himmel. Aber jetzt glaubst du auch, der kommt wieder? Gut, warten wir mal ein Jahr. 10, 100, 1000, 2000. Verstehen Sie es? Plötzlich sind Sie und ich nicht nur ein einzelnes Glied am Leib des Christus, sondern Sie werden mit einsortiert in diese große Geschichte seiner Gemeinde. Und Sie haben mit mir Anteil an der Irritation. Bleibst du denn? Warum dauert das denn so ewig lange? Herr, die Welt ist so irre, so verrückt. Und für unseren kleinen Maßstab sind so ziemlich alle Zeichen 120 Mal erfüllt worden.
Jetzt komm doch endlich, komm doch. Und da kommt dieses, merken Sie, dieses irritierende Element hinein. Und deswegen sagt uns Jesus das. Das ist das Thema des Gebetes, ist das zentrale Thema der auf Jesus wartenden Gemeinde. Wenn du in der Gebetsirritation angekommen bist, auch was das Thema der Wiederkunft Jesu betrifft, und abswitcht in Resignation auf der einen oder in Rebellion auf der anderen Seite, dann lass es dir sagen, das gehört mit dazu, was Jesus im Vorfeld seiner Gemeinde gesagt hat. Und gleichzeitig erwarte ihn, damit das tief Beglückende dann auch, wenn er handelt, dein Leben erreicht und erfüllt. Gerade wenn der eschatologische, der endzeitliche Horizont wiederkommt, ist das Thema des aushaltenden Gebetes zum Vater in Jesus ganz entscheidend. Schauen Sie mit mir nur ganz, ganz kurz mit einem Stichwort die berühmten Sendschreiben an die Gemeinde an Offenbarung Kapitel 2 und 3. Da entdecken Sie genau diesen Gedankengang. Halte, was du hast. Vorsicht, dass man dir diesen Schatz des ausharrenden Gebetes zum Vater da nicht tatsächlich wegnimmt. Und deswegen können Sie, wenn Sie wollen, ganz am Ende des Textes ein kleines Pronomen, ein Artikel noch mit einfügen. Es heißt nämlich, meinst du, wenn der Menschensohn kommen wird, er werde den Glauben finden auf Erden? Also diesen spezifischen, ausharrenden, zum Vater betenden Glauben. Und jetzt können Sie das so und so verstehen. Viele Ausleger verstehen so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger. Also so ein bisschen, dann kommt Jesus wieder und sagt, hab's ja gleich gewusst. Keiner von euch glaubt. Sie können aber auch den Duktus anders nähen. Und ich hoffe ein bisschen, dass nach den letzten paar Minuten meiner Versuche hier vorne, Sie den Duktus anders sehen. Nämlich, dass Sie sagen, das will ich. Ich will das. Ich sag's mal innermenschlich. Ich will, dass Jesus total überrascht ist, dass ich noch glaube. Ich will das. Ich will das. Verstehen Sie? Er soll sich an uns freuen, wenn er wiederkommt, dass seine Truppe dabei geblieben ist und gesagt hat, Herr Jesus, manchmal ist das zum Verrücktwerden mit dem Gebet. Manchmal ist es zum Verrücktwerden mit deinen Zeittaktungen. Manchmal könnte man das Ganze in die Tonne kloppen. Manchmal stehen wir furchtbar in der Gefahr, dich wie einen fiesen Richter anzugucken. Aber das machen wir nicht. In Jesus haben wir dich zum Vater. Und wir kommen zu dir und gründen uns auf deine Verheißungen. Und du wirst deine Verheißungen wahr machen. Es wird das passieren, was bei Josua stand am Ende seines Lebens. Und bei Salomo stand, was den Tempel eingeweiht hat. Kein Wort von Gott wird auf den Boden gefallen sein. Alle seine Worte wird er erfüllen. Und die, die betend dabei waren, werden über die Maßen glücklich sein. Und so wird neben einem schwer irritierenden Gebetsphänomen und einem tief beglückenden Gebetsphänomen es eben auch ein echt zukunftsweisendes Gebetsphänomen geben. Gemeinde Jesu schaut auf die Zukunft mit betenden Händen und erwartet ihren Herrn, ihren Gott, ihren Vater, ihren Jesus Christus zurück. Können Sie das Thema Gebet überhöhen? Nein. Aber vielleicht ist es ein ganz klein wenig gelungen. Durch ein wunderschönes Stück von Jesus-Lehre. Sie in Ihrem Kopf, in Ihrem Herz, in Ihrer den Heiligen Geist geführten Person. Das wird ein wichtig, ein wenig vor Augen zu führen. Dieses schwer Irritierende. Und Sie sagen,
gut, dass du mich aufgeklärt hast. Dieses tief Beglückende. Und Sie können sagen, da bin ich dabei. Und dieses echt Zukunftsweisende, das wird sich als wahr erweisen. Ich werde beten. Wir werden beten. Ach, lebendiger Gott und Vater, jetzt danken wir dir, dass mit dem Thema dieses Sonntages, dieses starke, große, wunderschöne Thema des Gebetes neu in unser Herz, unser Leben hineingekommen ist. Danke dafür. Danke auch dafür, dass du uns in Jesus Christus dieses wunderschöne Stück der Lehre gibst, in diesem Kontrastgleichnis, das wir nicht mehr vergessen wollen und nicht mehr vergessen werden. Herr Jesus, wir danken dir für diese tröstende Aufklärung. Und wir bitten dich, dass du uns verzeihst, wo wir da genau da reingerutscht sind, im Detail und im Großen und als Gemeinde, als Ganzes, dass wir so gerne der alten Macht das glauben, dass du dieser fiese Richter bist. Und dann danken wir dir, dass wir Einspruch erheben dürfen, wunderschönen, starken, lautstarken Einspruch. Nein, das stimmt nicht. Nein, so ist es nicht. Ich habe in Jesus einen Vater. Keiner wird zuschanden, der deiner harrt. Und wir danken dir für das tief Beglückende, in deinem Namen, Herr Jesus, zum Vater zu kommen, das erleben zu dürfen, immer wieder erleben zu dürfen, im Kleinen und im Großen, wie du auf das Schreien, auf das Rufen deiner Leute hörst. Und dann danken wir dir, dass das auch die Zukunft ist. Wir werden weitergehen und jeden Tag einen Tag dir näher gehen, deinem Auftritt, deinem Erscheinen. Und mag bis dahin das noch manches Mal schwer irritierend sein, und so bleiben wir dabei und rufen zu dir, dass deine Worte, deine Verheißungen, deine Zusagen wahr werden, dass du kommst, so wie du es zugesagt hast. Und dann wollen wir, dass du auch bei uns, auch an diesem Ort, auch bei den Glaubenden hier, den Glauben findest. Danke, Herr Jesus. Und jetzt danken wir dir auch, dass wir uns auch an diesem Sonntag mit hineinnehmen dürfen in das Gebet, das die Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich lese ein Segenswort aus dem Thessalonicher Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Auch heute darf ich Sie ganz kurz mit hineinnehmen, wie wir diesen Raum wieder richtig gut entleeren. Wir machen das wie am vergangenen Sonntag, dass nach dem Vortragsschlusslied, das wir gleich noch hören werden, der von mir aus gesehene Block vorne links eine Etage tiefer geht und aus diesem Ausgang herausgeht, dass diese drei Türen stehen Ihnen da zur Verfügung, die ersten zwei, das hinten links Sie bitte die Tür nehmen und die im kleinen Saal und über den Hauptausgang rausgehen. Dass die, die im kleinen Saal sind, die drei Türen vom kleinen Saal nehmen und Sie von mir aus hinten rechts bitte die hinteren Türen hier nehmen. Und Sie dürfen wieder ein klein wenig mit mir warten, bis Sie alle weg sind. Und dann werden wir uns entsprechend verteilen. So wollen wir es handhaben. Aber bevor das stattfinden wird, freuen wir uns noch auf ein besonderes Lied, das wir hören werden. Fels der Hoffnung. Bis hierher.
hast du geholfen, bis hierher hast du geführt. Waren wir auch manchmal mutlos, hast du uns ganz sanft berührt. Sei für uns ein Fels der Hoffnung, sei uns Anker, sei uns Licht. Gib uns Frieden, lehr uns Glauben, bis wir sehen dein Angesicht. Du hast uns den Geist versprochen, die Erlösung und dein Heil. Gute Nachricht, Wort der Wahrheit, Rettung wurde uns zuteil. Deine Liebe, deine Güte, dein Erbarmen und dein Trost helfen uns, den Weg zu gehen. Du bist unser täglich Brot. Helfen uns, den Weg zu gehen. Du bist unser täglich Brot. Seien Sie Gott befohlen, Ihnen allen eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen. Nein, gar nicht.